Einen schönen guten Abend. Es ist sehr schön, euch zu sehen. Ich freue mich, dass wir miteinander auf diese Art und Weise zusammenkommen können und ein bisschen Gedanken teilen können. Ich freue mich auch über alle unsere Zuschauer, die zu Hause sind. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt schon viele, viele Fragen über das heutige Thema, was ihr im Chat uns fragen könnt und dadurch auch ein Teil von diesem Gespräch heute sein könnt. Aber bevor wir zum Thema kommen, möchte ich gerne unser Team euch vorstellen. Für diesen Abend im Gespräch haben wir also heute den Lukas, die Jessie, die Nati und den Sebastian. Sehr schön, dass ihr da seid. Ich bin die Mariuka und zusammen mit Jack sind wir die Moderatoren für diesen Couch Connecting Abend. Jack, schön, dich auch wieder zu sehen. Und mich auch. Vielen Dank auch an unser Team. Behind the Scenes, Patrick, Mike, Dagmar, schön, dass ihr auch mitmacht. Und heute geht es um Sabbat. Und bevor wir zu den ganz, ganz schwierigen Fragen kommen, möchte ich euch einfach gerne fragen, wie war denn euer Sabbat gestern? Nati, vielleicht möchtest du anfangen. Wie war dein Sabbat? Was hast du denn gemacht? Mein Sabbat gestern war sehr schön. Also ich meine, das Wetter ist ja, ich hoffe, das Wetter ist bei euch allen auch so gut, aber das Wetter war perfekt. Ich habe sehr lange ausgeschlafen, bis 10. Wir haben es richtig ausgenutzt, dass wir nicht in die Gemeinde müssen. Und um 11.30 Uhr treffen wir uns immer als Hauskreis zum gemeinsamen Gottesdienst. Das haben wir gestern auch gemacht. Wir machen noch die Gebetslesung. Also wir machen die Gebetslesung jetzt über die Sabbate und nicht über die Woche. Genau, das habe ich 1,5 Stunden ungefähr gemacht. Und danach hatte ich unsere erste virtuelle Pfadi-Stunde von München-Nymphenburg. Ja, cool. Das war auch sehr cool, weil sehr viele dabei waren, auch so Leute, die sonst nicht dabei sein können, weil sie nicht mehr in München wohnen. Genau. Und dann am Nachmittag habe ich noch einen schönen Spaziergang gemacht und dann den Sabbat ganz langsam und ruhig ausklingen lassen. Okay, das klingt gut. Ja. Sehr gut. Ja, Sebastian, wie war denn dein Sabbat? Ich habe auch fast bis 10 Uhr ausgeschlafen, war dann anschließend, wir haben einen Gebetskreis online, der ging dann bis kurz vor 10:30 und dann habe ich mir den Livestream angeschaut von unserer Gemeinde,
Und hinterher habe ich dann auch das schöne Wetter draußen genossen. Sehr cool. Cool, okay. Lukas, wie war dein Sabbat? Ja, ich war schon ab 9 Uhr beim Zoom-Bibelgespräch bei uns aus der Gemeinde mit Jugendlichen und Gemeindegliedern. Stand danach vor der Qual der Wahl, welchen der vielen Livestreams oder welche der vielen Predigten ich mir anschaue. Ich habe mich gestern dann mal für Friedensau entschieden, eine Predigt über den dritten Mann gehört. Sabbat Nachmittagsschlaf, dachte ich mir, kann man mal machen, bisschen rausgehen. Und wenn ich schon die Freunde und alles nicht live sehen kann, dann habe ich noch ein bisschen mit Leuten geschrieben, gut gegessen und dann war der Tag auch irgendwie schon wieder vorbei. Ja, schön, klingt auch ganz gut. Jesse, wie war dein Sabbat? Mein Sabbat war auch sehr, sehr schön und auch sehr entspannt. Am Morgen so um 8:30 bin ich langsam wach geworden, habe dann erstmal die Bibel als Hörbuch mir ein bisschen angehört. Dann bin ich duschen gegangen und anschließend habe ich meine Predigtreihe weitergeschaut, die ich von einem amerikanischen Prediger zurzeit angucke, die sehr, sehr gut ist. Das hat ein bisschen länger gedauert, weil ich oft auf Pause gedrückt habe und ziemlich viel mitgeschrieben habe, weil das Thema einfach nur mega krass war. Dann sind wir mit der Familie am Mittag über 2 Stunden spazieren gegangen. Ich glaube, das waren fast 10 Kilometer oder so, die wir durch den Wald spaziert sind. Und anschließend haben wir dann auch gemeinsam gegessen. Und dann war es auch schon ziemlich spät. Und ich habe mich dann auch ein bisschen hingelegt. Und nach dem Schlafen habe ich dann noch eine Stunde bis Sabbat vorbei war, noch Musik gemacht. Na schön. Ja, voll schön. Ganz spannend auch zu hören, wie euer Sabbat eigentlich gestern war. Heute geht es ja um Sabbat und ich finde, das ist so ein super zentrales Thema für uns Adventisten. Und jeder von uns hat irgendeine Meinung davon, Erfahrungen, wie ihr gerade erzählt habt. Genau, also ich denke, der Abend wird ganz interessant. Ich würde auf dieser Stelle gerne noch ein kurzes Gebet sprechen, um unser Gespräch zu öffnen. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mit uns bist in diesem Gespräch. Ich danke dir, dass du mit uns bist in jedem Haushalt, wo auch immer wir sind. Du bist da. Wir danken dir dafür. Sei du mit uns in diesem Gespräch. Gib uns deine Weisheit, wenn wir über deinen Sabbat reden. Danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. 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 Jo, und so hätte ich eine erste Frage an euch. Der Sabbat, diesen Konzept finden wir als erstes ganz am Anfang der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte. Und meine so Daumenregel sozusagen in meinem Leben, in generellen mit theologischen Fragen, ist immer, wenn du unsicher bist mit irgendeinem Thema in der Bibel, dann geh immer zurück zu der Schöpfungsgeschichte, zu dem Idealsituation in Eden. Das ist ein und da wirst du irgendwie die Antworten finden. Und das, finde ich, ist auch ein guter Platz für uns heute zum Anfangen. Und so werde ich jetzt einen Text lesen aus 1. Mose, Kapitel 2, Verse 1 bis 3. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Ja, dieses Wort, dieses hebräische Wort Shabbat, ist eigentlich ein Verb, was wir in diesem Vers finden. Und es bedeutet sowas wie aufzuhören oder zu stoppen. Und das finde ich halt ein spannender Gedanke, dass Gott den Sabbat gehalten hat, dass Gott irgendwie sich ausruhen muss. Warum hat Gott sich geruht? Warum musste Gott irgendwie den Sabbat halten? Er wird doch nicht müde, oder? Warum bräuchte er irgendwie den Sabbat halten? Was denkt ihr? Also den ersten Gedanken, den ich gerade eben hatte, war einfach, dass die Schöpfung ohne den Sabbat noch gar nicht komplett war. Weil ich meine, Gott ist ja die Kraft selbst und er braucht den Sabbat ja eigentlich nicht. Aber ich glaube, dass die Schöpfung ohne den Sabbat nicht komplett gewesen wäre. Ich glaube auch, dass es gar nicht so darum ging, dass Gott Ruhe haben musste oder dass er diesen Sabbat gebraucht hat, sondern ich glaube, dass er den
haben wollte. Also ich glaube, dass er diese Ruhe haben wollte und nicht, und es war kein Muss. Also ich glaube eher, dass das sowas ist, weil wir uns nicht vorstellen können, dass jemand Ruhe braucht, ohne erschöpft zu sein, oder dass jemand Ruhe haben möchte, in der man sich mit was anderem beschäftigen kann. Ich glaube, dass wir so beschäftigt immer sind, dass das halt so die menschliche Art ist, das darzustellen in der Bibel. Ja, die Welt muss völlig anders gewesen sein. Deshalb ist es halt schwierig, jetzt sich vorzustellen, wie es denn hätte sein sollen. Wenn wir jetzt denken, dass Gott dann einfach aufhörte oder irgendwas ja geendet hat oder einfach ja aufgehört hat. Was hat er denn dann gemacht? Sorry? Was hat er denn dann gemacht? Genau, ja, genau. Und wie geht's euch dabei, wenn ihr jetzt sagt, dass ihr auch den Sabbat so halten möchtet, wie es jetzt da beschrieben worden ist? Was bedeutet es für euch, einfach aufzuhören, so wie Gott es gemacht hat? Wie macht ihr das irgendwie nach? Hört einfach alles in eurem Leben auf einmal auf, wenn es Sabbat ist? Oder was bedeutet es? Ich glaube, das ist in gewisser Weise auch schwer zu vergleichen, weil ich davor nicht eine ganze Welt geschaffen habe mit Menschen und Tieren und allem drumherum. Natürlich, ja, in Anführungszeichen erschaffe ich unter der Woche auch Dinge. Ich denke mir Dinge aus, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich Freundschaften pflege und Ähnliches, dann ja, kreiere ich auch Sachen. Aber das ist eine ganz andere Dimension als das, was Gott davor gemacht hat. Und das ist, glaube ich, auch so der Gedanke, dieses Ausruhen ist für uns automatisch irgendwie gefühlt so ein bisschen negativ besetzt. So nach dem Motto, ich mache nichts, ich mache was anderes nicht. Aber was, wenn das was Positives ist, sich bewusst Zeit nehmen für das, was man davor gemacht hat. Also sprich, wenn ich das auf meine Woche übertrage, mir jetzt mal bewusst Zeit zu nehmen für das, was ich unter der Woche angefangen habe, für all die Andachtsgedanken, für das, was ich auch in der Bibel gelesen habe, das bewusst am Ende der Woche nochmal so zusammenzuführen und mit meinem Gott darüber zu sprechen, was ich erlebt habe. Die Dagmar hat gerade im Chat übrigens nochmal Hinweis an alle, die im Chat zuschauen, wir wollen eure Fragen haben. Also, wenn euch was auf den Seele brennt, dann hackt es in die Finger und wir sind super gespannt auf eure Gedanken und Ideen dazu. Die hat gerade im Chat geschrieben, dass sie das Verb Shabbat, also das Wort Shabbat als Verb interessant findet und sagt dazu, dass es eben bedeutet aufhören, einfach mal mitten im Aktivsein aufhören, egal was ich gerade mache, ob es erledigt ist oder nicht. Das spricht mich auch so ein Stück weit an, weil ich entdecke mich immer wieder auch am Sabbat, dass nicht alles abgeschlossen ist. Ich meine, Gott hat die Welt gemacht und es war alles super, aber meine Welt sieht nicht so aus, dass alles super ist und dann kommt Sabbat, sondern oft ist es halt so, dass der Sabbat kommt und manche Sachen sind an der Stelle einfach mal getrennt. Ja, jetzt kommt was ganz anderes. Und was ich bei meiner Frau gelernt habe, weil ich bin ja nicht Adventi groß geworden, ist, dass sie gesagt hat, das fehlt dir nicht, dieser Tag. Also egal, was davor war, du kannst jetzt Schluss machen, du darfst dir das jetzt leisten, nicht weiterzumachen. Und Gott wird es weiter segnen. Und das hat mich immer voll angesprochen, denn das konnte ich nie nachvollziehen. Die hat er dann auch nicht gelernt, weder in der Schule noch später bei der Uni und Ähnliches. Und hat trotzdem alles mega gut hinbekommen. Und sie sagte immer, nee, darauf kommt es nicht an. Dieser Tag, der fehlt mir nicht. Und das ist so eine ganz klare Zuversicht. Das hat mich immer fasziniert, auch als ich es noch nicht nachvollziehen konnte. Da würde ich mich auch bei dir anschließen. Ich habe das auch richtig gemerkt, während dem Lernen, also in der Oberstufe oder dann auch im Studium, wie wichtig der Sabbat eigentlich ist, um einfach diesen Stecker zu sehen, zu sagen, okay, hey, ich höre mit dem Lernen komplett auf, und dass diese Zeit, die vielleicht manche andere, die den Sabbat nicht halten, fürs Lernen verwenden, dass sie mir trotzdem nicht fehlt. Also, dass Gott auf jeden Fall das Werk, was man halt unter der Woche macht, einfach segnet, weil wir auch bewusst Zeit für ihn nehmen und uns die Zeit nicht zu schade ist für irgendwas anderes, weil ich hatte auch meine Freundin,
in der Gemeinde und die meinte, so, sie hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie am Sabbat zum Beispiel nicht lernt. Und dann dachte ich so, wow, krass, also da kann man auch total unterschiedlich darauf reagieren, aber ich finde es gut, dass es halt eben schon so der Weg ist, wo man sagen kann, hey, ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich die Arbeit oder das Lernen mal für 24 Stunden stehen lasse, weil Gott mir diese Zeit einfach geschenkt hat. Cool. Und doch würde ich ja fragen, es heißt ja gefühlt nicht mit allem aufhören. Also ich sag mal, wenn ich unter der Woche, also so eine komplette Trennung zwischen Sabbat, beschäftige ich mich Gott, lese in der Bibel, mache Andacht und unter der Woche nicht oder was? Also, also irgendwie ist zumindest mein Anspruch auch, unter der Woche gewisse Aspekte reinzubringen und nicht mit allem aufzuhören. Also wenn ich einen Tag in der Woche mir für Gott Zeit nehme und den Rest nie, ist, glaube ich, auch nicht der Sinn der Sache. Dann bist du siebter Tag Adventist. Zum Beispiel, genau. Nur am Sabbat. Ja. Ja, wir haben einen Kommentar in dem Chat auch. Sabbat bedeutet für mich einfach mal richtig runterkommen. Alles, was mich belastet oder was noch drängt, erledigt zu werden, für einen Tag vollkommen fallen zu lassen und ruhig zu werden. Das beschreibt, denke ich, gut diese Ruhe. Und irgendwie denke ich auch, manchmal beschäftigt man sich auch irgendwie mit den Sabbat-Vorbereitungen oder so. Irgendwie alles muss perfekt für den Sabbat sein. Das ist auch so manchmal, zumindest bei mir irgendwie der Gedanke, ja, alles muss sauber sein und fertig sein. Und jemand hat mir dann irgendwann gesagt, naja, du, egal ob es sauber ist oder nicht, der Sabbat kommt sowieso. Und irgendwie, ich finde den Gedanken auch sehr schön, zu sagen, ja, okay, das ist nicht etwas, was ich entscheide, ob der Sabbat jetzt da ist oder nicht. Es ist einfach und ich darf es genießen. Amen. Und umso mehr kann ich es genießen, aber natürlich schon, wenn ich in gewisser Weise vorbereitet bin. Das ist nochmal schöner. Wobei ich auch Menschen kenne, die sich so verrückt machen, weil noch nicht alles so ist und es dann gar nicht genießen können, weil sie quasi der Welle hinterher paddeln und versuchen, die immer noch zu bekommen und am Ende so da hängen und sagen, wo der ganze Sabbat war für die Katze. Also diesen Punkt zu finden, wo man auch sagt, gut, jetzt ist Schluss, egal was in meinem Leben geklappt hat oder auch nicht geklappt hat, ich darf jetzt hier zur Ruhe kommen. Ich glaube, das ist wertvoll und ich glaube, da ist sie auch nicht die Einzige, an die ich jetzt gerade denke. Mich würde mal interessieren bei euch und auch gerne im Chat. Sabbat hat löst bei vielen auch einfach so Kindheitserinnerungen aus, so emotionales Gedächtnis, frühe Erinnerungen, zumindest von denen, die vielleicht das Glück hatten, in einer adventistischen Familie groß zu werden. Und mich würde einfach mal interessieren, hat sich euer Sabbat verändert oder tragt ihr etwas weiter, was ihr von klein auf kennt? Wie präsent sind diese Anfangserfahrungen noch für euch? Könnt ihr dazu was sagen? Bei mir meine Kindheitserinnerung an den Sabbat hat leider viel mit Stress zu tun, weil es bei uns immer ein unglaublicher Stress morgens am Sabbat war, alle angezogen ins Auto zu kriegen und rechtzeitig in die Gemeinde zu kommen, zur ersten Stunde. Das war halt einfach eine Sache. Das ging schon am Freitag los, dass man alles eben fertig kriegt, wie ihr auch erzählt habt, dass es manchmal richtig stressig ist, wenn man nicht alles fertig hat und dass man dann nicht so gut gelaunt ist und sowas. Und also ich glaube, heute mache ich das anders, indem ich mir halt eben, wenn ich merke, also es ist leider immer noch stressig manchmal in der Früh, weil ich, man merkt ja, ich stehe nicht so gerne so früh auf. aber ich nehme mir dann einfach die Ruhe, weil ich weiß, der Sabbat ist zum Ruhehaben da und dann bin ich nicht jedes Mal zur ersten Stunde da. Oder ich mache irgendwie andere Sachen anders oder lege mir alles schon abends raus, dass es nicht stressig wird. Auf jeden Fall habe ich diesen Stress versucht, so ein bisschen rauszunehmen. Meine Kindheitserinnerung, die ich immer noch habe, ist so ein ganz bestimmtes Sabbatgefühl. Also seitdem ich klein bin und es langsam so Freitagabend wurde und die Sonne untergegangen ist, habe ich irgendwie gemerkt, gehabt, dass schon so eine ganz, ganz besondere Zeit irgendwie angefangen hat. Und ich bin voll froh und dankbar, dass dieses Gefühl nie wirklich verschwunden ist. Es gab mal eine kurze Zeit in meinem Leben, da hatte ich dieses Sabbatsegengefühl kurzzeitig ein bisschen so verloren gehabt, wo es nicht mehr ganz so intensiv war, aber als ich wieder mich mehr darüber Gedanken gemacht habe, kam es wieder immer mehr stärker zurück und es ist heute immer noch so geblieben und dafür bin ich wirklich dankbar. Cool.
denn was Ähnliches schreibt auch die Natalie. Die sagte, wir haben früher immer Freitagabend schön gegessen, aber seit ich und mein Bruder älter geworden sind, nicht mehr so sehr. Und wie Nati sagt, sabbatmorgens ist das fast immer stressig. Finde ich einen spannenden Punkt. Ich hatte ja von Adventismus, Sabbat und bla noch keine Ahnung, war dann bei meiner späteren Frau eingeladen am Freitagabend und ohne dass ich verstanden habe, was da passierte, der Sabbat-Anfang, also Freitagabend, das war der Hammer. Also ich habe das so gefeiert, das war so gut. Und da merke ich immer wieder, also das kann ich eigentlich nur jedem ans Herz legen, dort etwas wirklich zu zelebrieren, zu feiern, was Wertvolles zu machen. Denn das tut so unglaublich gut und für mich war das richtig ansteckend. Also auch ohne noch wirklich alles zu wissen, das fand ich schon Hammer. Und das ist mir voll eingeleuchtet und genau, also finde ich schön, dass ihr auch solche Kindheitserinnerungen habt, die einfach schon Freitagabend anfangen. Also wenn ich an meine Kindheit denke, dann fällt mir immer der Sabbatnachmittag ein, der irgendwie, den habe ich als sehr langweilig in Erinnerung. Ja? Also ich wollte immer Sachen machen, wo meine Eltern gesagt haben, na, das machst du vielleicht besser nicht am Sabbat. Oder da war es so, dass meine Eltern eingeladen waren bei irgendwelchen anderen Leuten zum Essen und es war aber so, dass die dann keine Kinder hatten und man dann auch dann da schön brav mit dabei sein sollte und so. Und es war halt immer, ja, war nicht so toll. Genau. Ich habe auch verschiedene Erinnerungen. So das eine bewusst ist irgendwie, dass es Tiefkühlpizza gab nach dem Gottesdienst, wenn wir nach Hause kamen als Kinder. Das war mal großartig. aber es gab auch eine Zeit, wo wir, wo ich gerade Gottesdienst damit nicht viel anfangen konnte und das dadurch eher ja eine Belastung war. Und aktuell hat sich das wieder, also das hat sich dann irgendwann wieder geändert, dass ich gemerkt habe, ja, Sabbat, Gottesdienst und sowas ist schön. Auch wenn ich dann viel in Konflikt gekommen bin mit so der Frage, wie ist das denn mit Sportveranstaltungen? Gerade wenn ich Sabbat morgens in die Gemeinde gehe, kann ich dann nicht um 4 Uhr nachmittags dann meine Spiele haben oder sowas. Und aktuell stehe ich vor einer ganz anderen Herausforderung als Pastor tatsächlich. Wenn ich am Sabbat, ich sag mal, ein Bibelgespräch leiten, eine Kindergeschichte halten, eine Predigt halten, nachmittags eine Jugendstunde halten und abends vielleicht noch irgendwas machen soll, da dann stressfrei in den Sabbat zu gehen und den Sabbat stressfrei zu erleben, ist eine Herausforderung. Eine ganz andere als früher war. Ja, da gibt es jetzt ein paar Nennungen im Chat, die ähnlich in eine ähnliche Richtung gehen. Die Dagmar hat geschrieben, dass sie früher immer geflohen ist, also ganz von zu Hause weg, weil es so stressig war und die Mutter halt voll den Putzfilm hatte und sie dann einfach nur rausgehen musste, bis alles fertig war und dann konnte sie es dann auch irgendwann genießen. Oder das Krümelchen hat geschrieben, dass Sabbat für sie als Kind auch stressig war. Ich war immer müde und Kindersabbatschule war auch oft anstrengend. Also bei solchen Äußerungen wird mir jetzt so ein Stück weit auch erstmal bewusst, ja, und gerade auch, was jetzt Lukas gesagt hat, wenn man halt Pastor ist, gibt es schon auch eine ganze Menge Dinge, die letzten Endes schon auch anstrengend sind. Also es ist nicht so, dass Sabbat nur der Füße-Hochleg-Tag ist. Ja. Bei uns zu Hause war der Sabbat so, das war so ein zwiespaltige Sache, so eine geteilte Sache, weil ich bin in die Gemeinde mit meiner Mama gegangen, aber mein Papa ist kein Adventist und so ist er zu Hause geblieben und das war so eine Spannung. Dann aber, als wir in der Gemeinde waren, und ich habe es voll genossen, ich liebte es, in der Gemeinde zu sein, aber zu Hause, es war nicht ganz so einfach. Und das ist halt auch okay, wenn jetzt nicht so krass ist, dass der andere überhaupt nicht Adventist ist, aber auch innerhalb unser Adventismus und unser Sabbat halten, gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Als ich den Mike kennengelernt habe, also meinen Mann, falls jemand es nicht weiß, wir kommen ja aus unterschiedlichen Kulturen. Ich komme aus Finnland und er kommt aus Österreich und wir haben dann ziemlich schnell festgestellt, dass wir halt ja, ziemlich unterschiedliche Hintergründe haben, besonders zum Thema Sabbat. Und dann haben wir echt lange Gespräche darüber gehalten, was gehört irgendwie dann zum richtigen Sabbat oder so, zum Sabbat halten. Und
Und ja, dann das Thema Essen oder Kochen kam zum Beispiel als ein Thema. Und er kommt halt aus einer Kultur, wo man alles am Freitag vorbereitet und nichts am Sabbat kocht. Und in meiner Kultur war es in Ordnung, am Sabbat zu kochen. Wir sind sogar mit der Jugendgruppe ins Restaurant oft gegangen zum Essen. Das machte man einfach so. Das war ganz in Ordnung, woher ich komme. Und so haben wir dann echt viel darüber reden müssen, wie wir dann irgendwie unser gemeinsamen Sabbat dann machen und so. Und vielleicht wäre das so ein bisschen meine Frage an euch. Was denkt ihr, wie würdet ihr so eine Situation lösen? Und es muss jetzt nicht in eine romantische Beziehung sein. Es kann auch einfach in eine andere Beziehung oder in eine Situation, wo ihr einfach Menschen begegnet, die gewöhnt sind, den Sabbat anders zu halten als ihr oder andere Sachen nicht zu tun oder zu tun, als was ihr gewöhnt seid. Wie geht ihr damit um? Wie würdet ihr so eine Situation lösen? Also ich finde so eine Situation schon in allererster Linie ein bisschen schwierig. Weil letztendlich hat jeder ein bisschen so das Deine und man kennt es so. Und wenn man sich dabei wohlfühlt und man selber kein Problem damit hat, dann sollte man, also man sollte selbst irgendwie im Reinen mit der ganzen Situation sein. Ich finde es auch richtig wichtig, dass man da auch gemeinsam sehr offen und ehrlich miteinander kommuniziert und sich darüber hält und wirklich im Vertrauen darüber redet. Weil ich finde es allgemein total wichtig, dass nichts und niemand zwischen dir und Gott stehen soll. Und dann ist halt eben so die Sache, ob solche Punkte irgendwie Menschen trennen können oder halt eben, dass halt solche Punkte einen von Gott trennen. Und ich finde, dass die eigene Beziehung zu Gott durch nichts und niemand irgendwie aufgehalten werden soll oder Steine in den Weg gelegt werden sollten. Und wenn es halt eben heißt, okay, keine Ahnung, die Person hat ein Problem mit dem Abspielen am Sabbat, dann soll sie es halt eben nicht machen. Aber wenn die andere Person meint, nee, ich muss es weghaben, dann soll die Person es machen. Ich meine, die können, keine Ahnung, 50 Jahre darüber streiten und die haben trotzdem diese Meinung, weil sie einfach auf der Schiene sind. Also da hängt es auch richtig davon ab, wie man selber damit umgeht und wie man irgendwie dazu selber steht und dass man halt irgendwie sich nicht versucht, zwischen Gott und dem anderen zu drängeln. Vielleicht könnte man auch, also gerade in ein paar Beziehungen könnte man vielleicht auch versuchen, dass man den einen Sabbat mal so hält wie der eine Partner und den anderen Sabbat, den nächsten Sabbat so wie der andere Partner und das vielleicht über einen Zeitraum macht und eben über die Erfahrungen redet, die man da macht. Also ich finde das ganz spannend, glaube ich, auch weil man dann auch mehr versteht, warum der andere seinen Sabbat so hält, wie er ihn hält. Und so irgendeinen Kompromiss finden. Ne? Also ich finde den Gedanken auch sehr spannend, vor allem zu dem zum Beispiel, Jake, was du gesagt hast, also im Sinne von den anderen mal fühlen lassen, was heißt denn das Sabbat für mich? Und offen sein dafür, das wahrzunehmen. Was du so erlebt hast mit Freitagabend, mit Sabbatanfang und Ähnlichem, wenn man, ich sag mal, wenn man dahinter steht, wenn man für sich selber da was merkt, das ist was Besonderes, dann wird das der andere auch merken, glaube ich. Ja. Und deswegen da den anderen teilhaben lassen, dann muss natürlich der andere da auch bereit für sein, mal offen zu sein und das nicht nur mit der auf der Kritikschiene oder sowas abzuarbeiten, so nach hinterher, ja, ich habe mir 27 Sachen aufgeschrieben, die in meinen Augen aber nicht gehen, das dann nicht, sondern tatsächlich in der so Erleben und Gottesbegegnung auch Erleben im Zentrum zu haben. Hm. Ja, also ich weiß noch, die erste Sabbatbegegnung ich hatte ein erstes Date mit Tina und es war ausgerechnet in der Eisdiele und während wir unseren kleinen Eisbecher gerade löffelten viele ein, oh Mist, heute ist ja Sabbat. und sie hat es vergessen, weil es war nicht abgemacht oder sowas, sondern sie war halt bei mir zu Besuch und wir haben überlegt, was machen wir und sind spazieren gewesen und kamen wir halt dort vorbei und ich habe sie eingeladen, ja so ganz gentlemanlike. Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir das Ding aufgegessen haben oder nicht, aber ich wusste es bis dahin halt wirklich nicht. Und es war jetzt auch keine große Sache. Wir sind dann halt gegangen, entweder direkt oder danach, haben aber noch bestimmt, hoffentlich noch gesagt, hat gut geschmeckt. das war dann erst so ein Anfang, wo wir über Themen auch ins Gespräch gekommen sind. Und ich glaube,
Das war aber ganz gut für mich, denn manchmal muss man Dinge erleben oder Dinge müssen manchmal auffallen und dann nicht unbedingt im Sinne von, ich mache das so und du machst es nicht, sondern, wie der Lukas gerade sagt, im Sinne von einem Angebot, erlebbar. Wenn es wirklich gut ist, dann wird es nicht der Riesenstreitpunkt sein. Wenn es aber nur trocken ist und irgendeine Art Regel halten und wir auf die Uhr schauen, entweder, warte mal, jetzt geht die Sonne unter oder andersrum, warte mal, jetzt und jetzt mache ich die Sportschau an, dann denke ich mir, ist das nicht unbedingt so der inhaltliche beste Weg, über den Sabbat zu sprechen. Und es bringt uns zur nächsten Frage. Ich nehme die jetzt mal mit, denn im Chat wurden schon einige Äußerungen geschrieben in die Richtung. Da hieß es vom Beatman oder sowas. Sorry, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Er hat gesagt, der Sabbat hat ihm ganz viele Wettkämpfe versaut. Das hatte er schon ganz verdrängt. Konnte er sich kaum noch dran erinnern. Dann sagt die Dagmar, deswegen hat ihr Sohn Basketball gelernt, weil die Spiele am Sonntag, immer am Sonntag waren. Und der Beatman sagt dann, nee, Alternativprogramm gab es da bei uns nicht. Und ich würde euch mal so ganz generell, mal so ganz offen fragen, ist Sabbat für euch so ein Stück weit auch der Du-darfst-nicht-Tag? Wie verhält sich dieses Angebot, super, zu Verbot? Kommen wir überall in Bedrohung. Was überwiegt da bei euch gefühlt? Merkt ihr das? Kommt es in eurem Leben noch vor, dass ihr auch über so Dinge stolpert? Muss ja jetzt nicht die Eiskaffee-Begegnung sein, wie bei mir vor vielen Jahren, sondern ganz generell. Also wie ist das bei euch? Ist Sabbat für euch vor allen Dingen Angebot oder tauchen diese Verbote, vermeintlichen Verbote schon immer wieder auf wie Pilze? Also für mich war das früher, ich würde es da aufteilen, früher war es für mich eher ein Verbottag und heute ist es für mich eher ein Angebotstag. Gerade auch diese Stresssache, die ich vorher erzählt habe, also das war einfach als Kind, genau wie der eine im Chat erzählt hat, man durfte eben ganz viele Sachen nicht machen, die Samstag stattgefunden haben. Bei mir haben zum Beispiel sich ganz oft Freundinnen getroffen samstags und haben dann so Sachen gemacht wie einkaufen gehen oder sowas. Mhm. Da war ich auch immer raus. Und das war dann zum Teil auch so ein bisschen, gut, du hast halt Pech gehabt, wenn du am Samstag nicht mitkommst. Da war nicht so viel Verständnis da und so war ich dann auch ein bisschen ausgeschlossen, auch wenn ich jetzt unter der Woche überhaupt nicht ausgeschlossen worden bin. Aber das hat sich dann schon alles negativ angefühlt. Und wenn ich gekonnt hätte, wäre ich natürlich mitgegangen und hätte an dem Samstag lieber die Sachen gemacht, wo ich das Gefühl hatte, okay, die will ich jetzt machen. Und ja, ich glaube erst, wenn man, also als Kind ist es halt noch nicht da, dass man so viel Stress hat oder zumindest hatte ich noch nicht so viel Stress. Und wenn man jetzt erwachsen wird und dann eben immer mehr zu tun hat, dann ist eben gerade das, was wir auch vorher gesagt haben, dann ist der Sabbat plötzlich der Tag, wo man keine E-Mails lesen muss oder nicht lernen muss. Mein Stiefvater sagte immer, er muss seine Uhr nicht anziehen am Samstag und das finde ich auch eine ganz schöne, das ist auch ein Angebot, finde ich, und kein Verbot, sondern also er kann seine Uhr anziehen, aber er muss es nicht und das findet er schön. Und also es hat sich verändert, aber auch, weil ich mir ein eigenes Bild davon gemacht habe, wie der Sabbat sein soll. Also ich lebe jetzt nicht mehr das Bild von jemandem anderen über den Sabbat, sondern mein eigenes. Boah, das ist schon krass so. Also das würde mich jetzt mal bei den anderen auch interessieren, die ihr diese Möglichkeit hattet. War für euch Sabbat als Kind schlimm? Also das will ich einfach mal wissen, denn im Chat gibt es da vom Beatman wieder einen Kommentar. Das war als Kind sehr schlimm bei mir. Es war quasi der schlechteste Tag der Woche wegen der ganzen Limitierungen. Ich habe immer versucht, zu anderen Freunden zu gehen, wo man mehr durfte. Und ich meine, ich habe jetzt einen kleinen Windelmacher. Ich wollte das Wort nicht aussprechen. Und ich stehe voll vor der Frage, wie gestalte ich diesen Tag, weil ich nicht möchte, dass der genau dasselbe eben später auch mal sagt, dass das eigentlich der schlimmste Tag der Woche war wegen den ganzen Limitierungen. Habt ihr das auch so erlebt? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich den Sabbat ganz anders erlebt habe. Also ich habe mich immer auf die Kindersabbatschule gefreut, weil ich mich immer wohl gefühlt habe. In Nürnberg hatten wir auch sehr viele Kinder. Und es war immer richtig, richtig schön. Und auch generell habe ich den Sabbat als Kind immer positiv aufgenommen. Aber da bin ich auch meiner Mutter sehr dankbar, weil umso größer ich wurde, umso viel mehr Freiheiten und eigene Entscheidungen hat sie mir überlassen. Und ich kann mich noch ein bisschen so erinnern, da gab es so eine Situation, ich glaube, war es noch im Kindergarten oder erste Klasse, weiß ich nicht. Ich war, keine Ahnung, vielleicht 6, 7 Jahre alt. Und Kindergeburtstag fand am Sabbatvormittag statt bis zum Nachmittag.
Und dann hat sich die Mama gedacht, na toll. Und dann hat sie mich gefragt, hey Jessie, möchtest du gehen oder willst du lieber mitkommen und in die Kindersabbatschule gehen? Und dann habe ich so gesagt, Mama, ich möchte unbedingt auf den Geburtstag. Aber da hat mir die Mama schon erklärt gehabt, okay, wenn du auf den Kindergeburtstag gehst, dann wirst du diesen Sabbat keine Kindersabbatschule haben. Und ich so, ja, okay, egal, macht nichts. Und dann, als mich die Mama dann am Sabbatnachmittag abgeholt hat und wir wieder zu Hause waren, mache ich meinen Schrank auf, will mich quasi schon anziehen, damit wir in die Gemeinde gehen, stehe dann schon halb fertig vor der Mama und sage so, Mama, ich möchte jetzt in die Kindersabbatschule gehen. Und dann die Mama so, ja, Jessie, zu spät, jetzt am Nachmittag oder schon fast am Abend können wir nicht mehr in die Kindersabbatschule gehen. Und es war so ein Tag, das hat mich dann schon so tief getroffen gehabt, dass ich an dem Tag nicht mehr in die Kindersabbatschule gegangen bin, dass ich von mir aus als Kind gesagt habe, hey, okay, wenn der Kindergeburtstag am Sabbatvormittag stattfindet, gehe ich nicht hin. Und das haben dann halt auch meine Freunde und auch die Eltern mitbekommen. Und die guten Freunde, denen es auch ein bisschen so wichtig war, die haben dann geschaut, dass sie beim nächsten Mal zum Beispiel den Geburtstag einfach mal einem Sonntag feiern oder so. Also da bin ich wirklich der Mama dankbar, dass sie auch bei allen anderen Sachen immer alles erklärt hat, von klein auf, aber mir dann letztendlich die Entscheidung gegeben hat, hey, möchtest du oder möchtest du nicht? Und wenn ich gesagt hätte, hey Mama, ich möchte jetzt heute nicht in die Gemeinde gehen, dann hätte sie mich nicht mitgeschleppt. Oder die Mama hat nie gesagt, hey, du darfst am Sabbat nicht Fernsehen gucken oder so. Das kam dann irgendwann von mir aus, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue am Sabbat kein Fernsehen und auch bei den anderen Sachen. Also da wächst man hinein oder da fühlt man sich auch hinein, wenn man die Möglichkeit hat, Erfahrungen zu machen. Voll cool. Also, das begeistert mich ein Stück weit, weil sie diese Freiheit trotzdem gelassen hat und du das erfahren konntest schon wieder. Also du hast deine eigenen Erfahrungen gemacht und deine Mama hat wahrscheinlich wahnsinnig viel gebetet, oder so. Ja, sie hat sogar gesagt, wie feige sie war, dass sie gesagt hat, hey, du gehst auf den Kindergeburtstag nicht, aber letztendlich war es die richtige Entscheidung, weil ich dadurch sehr viel lernen konnte. Also man muss auch Kindern die Möglichkeit geben, auch mal selber zu entscheiden. Ja, danke. Lukas, du wolltest. Ich glaube, was da ein wichtiger Punkt ist, den du angesprochen hast, ist, dass du sagst, ihr hattet viele Kinder in der Gemeinde und es war sehr schön, auch dadurch mit Kindersabbatschule. Ich hatte es zum Beispiel leider in meiner Kindheit, dass die Gemeinden, wo ich war, entweder so von der Sprache her, der Zusammensetzung der Leute waren, dass Kindersabbatschule eigentlich auf Russisch war und ich dadurch oft kein Wort verstanden habe oder auch mit den Leuten das sehr schwierig war. Und dadurch, dass jetzt nicht so segensreich für mich war, sondern eher im Gegenteil. Und das macht einen riesigen Unterschied, ob ich da einfach eine Gemeinde habe, wo das mit den Leuten passt, auch mit den Freunden und allem. Und dann ist es, glaube ich, auch so, als Kind, auch als Teenager, hast du nicht die klassischen Dinge machst du nicht, die Erwachsene machen. Du setzt dich nicht 2 Stunden hin und liest Bibel oder sprichst über biblische Themen oder Ähnliches. Als Kind brauchst du Beschäftigung. Und das heißt, um jetzt mal auf deinen Gedanken mit deinem Kind dran zu denken, das heißt letztendlich für dich auch natürlich, dass sich dein Sabbat ändert, weil du nicht mehr dich und deine Beziehung zu Gott direkt im Mittelpunkt hast, sondern die Beziehung von deinem Kind zu Gott. Und was macht dein Kind? Also ich glaube, dass es schon nochmal ein großer Unterschied ist. Und also ich habe es tatsächlich an vielen Stellen Sabbat ja eher negativ und als viele Dinge gehen nicht erlebt. Ja, wobei vielleicht manches schon möglich gewesen wäre. Also meine Eltern haben mir nicht strikt alles verboten oder sowas, das jetzt nicht. Aber es war schon eher, gerade auch mit Gemeinde und dann, als Pastorenkind ist man natürlich auch in der Rolle und Vorbildcharakter und so weiter und so fort. Nicht ganz einfach. Also ich muss sagen, mir geht es da ähnlich auch wie Lukas. Ich war auch in der Gemeinde oft, ich hatte nicht so den Kontakt, ich war auch nicht so offenes Kind, was so mit jedem irgendwie geredet hat und so weiter. Und dann war auch der Gottesdienst rum und ich wollte dann nach Hause und die Eltern haben geredet und ja, und dann Sabbatnachmittag wollte man auch halt diverse Sachen machen und Mama und Papa haben gesagt, ne, finden wir jetzt nicht so eine gute Idee. Also da auch Kindheit eher so der Verbottag, mittlerweile voll der Angebottag. Ich würde auch noch ergänzen, dass es vielleicht an manchen Stellen auch gerade was Kinder, Teenager angeht, auch natürlich unterschiedliche Interessen gibt, was zum Teil auch Jungs und Mädels angeht. Also ich sag mal, Jungen sind gerade eher auf
oder Männer auf Wettkampf aus, auf Leistung, auf Sachen machen. Dadurch ist es für uns oft schlimmer, in Anführungszeichen, wenn wir diese Sachen nicht haben können. Mhm. Hingegen, jetzt mal klischeehaft gesagt, ein Mädchen, dem gibt es ein schönes Bilderbuch oder machst irgendwas zum Malen und sie ist glücklich. Wie gesagt, jetzt klischeehaft gesagt, aber da spielt das, glaube ich, auch noch eine Rolle mit rein. Dass natürlich, ich sag mal, für uns Jungs, Männer, alles, was mit Wettkampf zu tun hat, für viele Sabbats gleich böse belegt ist und dadurch von vornherein ausgeschlossen ist. Ja, habe ich auch schon mal überlegt, wenn es nicht wieder kulturelle Grenzen gäbe, wo manche Dinge möglich sind. Also ich erinnere mich, in der Gemeinde, da wurde in der Kindersabbatschule keine Schere benutzt, weil das halt die Elterngeneration, die ist halt früher dort, wo sie herkommen, nicht so in die Schule gegangen, obwohl am Sabbat da hat so eine Art Werken oder sowas stattgefunden oder Handarbeit, irgendwie solche Sachen. Und das hat sie halt dann so stark an diese Schule und so weiter erinnert, dass sie das dann auch nicht wollten. Und das macht mir bewusst, das kann bei kulturellen Grenzen ganz knifflig werden, denn obwohl für mich vielleicht manche Dinge ganz einfach sind, ich hätte kein Problem, wenn ich nicht gerade predigen müsste, die Jungs zu schnappen und mit denen mit einem Seil irgendwie was aufzubauen und dann wird ein bisschen abgeseilt und es ist voll das Happening und die haben eine super Zeit und dann spreche ich noch was darüber, ja, über die dreifache Schnur oder sowas und erkläre denen das, okay, woran hängen wir wirklich? Also da gäbe es wahrscheinlich 1000 Möglichkeiten, aber es gibt trotzdem immer wieder auch kulturelle Grenzen, wo man merkt, wie die Jessie es am Anfang auch gesagt hat, es sollte sich nichts zwischen Menschen und Gott stellen. Und wenn Dinge dann auf einmal sich da dazwischen schieben oder Menschen das so empfinden, dann ist es nicht einfach, ein gutes, in Anführungszeichen, Programm zu finden, was irgendwie auch für Jungs, die eben nicht nur singen wollen und ähnlich auch möglich ist. Und ich finde es auch spannend, während jetzt Natalie... Also die hatte so ein bisschen beide Erfahrungen. Die Jessie fand es nur cool. Bei Mayuka, die hatte ja auch so ein bisschen alles dabei, weil ihre Familie divers war. Und aber Lukas und Sebastian, ihr habt jeweils so ein bisschen die Einschränkungen stark gespürt und auch noch in Erinnerung. Wahnsinn. Ich sehe gerade, Leute, wir sind von der Zeit her heute, das rast voll. Wir kommen überhaupt nicht zu unseren Fragen, die wir uns gedacht haben. Und den Chat, den haben wir noch nicht einmal komplett jetzt mit berücksichtigt. Ich weiß nicht, Mayuka, hattest du noch ein Auge auf das Chat, was jetzt noch wichtig war zu dem Thema? Okay, es war interessant. Es gibt sehr viele Meldungen über, wie der Sabbat für Leute war und genau über Kindergeburtstagsfeier wurde viel diskutiert und genau, also Erfahrungen halt, ob der Sabbat in der Kindheit eine gute Sache war oder eher nicht. Und ich glaube, das sind schon Sachen, die wir mittragen, die irgendwie uns prägen, vielleicht, um zu sagen, ich will es anders machen. Oder, oh, das war schön, so will ich es auch jetzt irgendwie weiterhaben. Ja. Und ich sehe auch, da sind manche echt mega kreativ. Also ich bin ja voll der Zucker-Junkie, muss ich leider mal zugeben. Ich habe jetzt gerade gehört, der Mike, dein Mann hat hier ausgeplaudert, dass bei euch Sabbat der Süßigkeiten-Tag ist und deswegen sich alle Kids schon riesig auf den Sabbat freuen. Das würde bei mir auch ziehen. Das stimmt. Ich bin auch so. Das darf man bloß nicht Tina erzählen, sonst kommt sie auf die Idee, mir das vorzuschreiben. Ja, tut auch den Erwachsenen eigentlich gut. Ja, ja, das würde mir mega gut tun. Ja, ja, stimmt. Ich würde gerne mit euch noch in das Sabbatgebot mal direkt reinschauen, denn da gibt es eine ganz spannende, einen spannenden Unterschied. Und ich habe zwei Leute gebeten, dass sie einfach mal die beiden Texte, wo die 10 Gebote vorgestellt werden, lesen, einmal im 2. Mose 20 und einmal im 5. Mose 5. Und ich darf euch jetzt einfach bitten, gar nicht mit viel drumherum, diese beiden Passagen einmal laut vorzulesen. Und ich werde gleich mal in den Chat nochmal die Textstelle reinstellen. Ich glaube aber, Mike hat auch schon alles vorbereitet, dass ihr das auch mitlesen könnt. Also, dann beginnt, ich glaube, der Sebastian mit 2. Mose 20. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun.
aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst in ihm keinerlei Arbeit tun, und du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Danke. Jesse? Halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestreckten Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Danke. Also mich haben diese beiden Textstellen deswegen angesprochen, weil sie jetzt hier an der Stelle unterschiedlich aussehen, an einer ganz interessanten Stelle in der Begründung. Ist euch das schon mal aufgefallen? Habt ihr euch da schon mal drüber Gedanken gemacht? Was kommt da in euren Gedanken? Wieso wird dieses Gebot unterschiedlich begründet? Der Gedanke, der mir gerade nur so spontan gekommen ist, ist, dass die erste Begründung irgendwie generell so für sagen wir, nicht den Knecht ist, sondern quasi für den Herrn in Anführungszeichen. Und jetzt hat bei mir in 5. Mose wurde nochmal so erklärt gehabt, so dass du auch Knecht gewesen bist woanders. Und dass auch da berücksichtigt wird, dass weder du noch dein Arbeiter für dich arbeiten soll. Mhm. Gibt es noch mehr? Jetzt rufe ich den Lukas einfach mal auf. Hier. Ich würde eine kleine Sache noch vorne ranschieben. Ich finde ja allein den Anfang schon spannend. Ich weiß, das hast du jetzt nicht gemeint, aber bei dem 2. Mose 20 heißt es am Anfang, denke an den Sabbat und heilige ihn. Beim anderen heißt es, halte den Sabbat und heilige ihn. Also das sind allein schon zwei grundlegend verschiedene Sachen, ob ich an etwas denke oder ob ich etwas halte. Mhm. Und das kommt vielleicht auch zusammen mit der Erklärung danach. Beim ersten geht es darum, mit dem Rückbegriff auf das, was wir am Anfang schon als Textstelle hatten, Gott hat die Welt erschaffen, hat am siebten Tag etwas Besonderes gemacht und das sollen wir auch tun. Daran sollen wir denken. Das sollen wir nicht halten, sondern daran sollen wir denken. Und dann beim zweiten geht es darum, dass wir, oder in dem Sinne erstmal, dass das Volk Sklave gewesen ist, und das sollen sie halten. Also interessant finde ich so diesen Zusammenhang. Die ehemaligen Sklaven, die sollen etwas halten und die Leute, die erschaffen worden sind im Sinne der Schöpfung, die sollen dran denken. Das ist cool. Tatsächlich, daran hatte ich jetzt nicht in erster Linie gedacht, aber umso besser. Hey, noch mehr dazu. Ich freue mich über alles, was mir noch auffällt. Deswegen, klasse. Ja. Wie ist es bei euch? Habt ihr noch Gedanken dazu? Für mich sind die zwei Texte bedeutsam. In dem Sinne, wir haben jetzt echt viel darüber geredet, wie wir jetzt am Sabbat ausruhen müssen oder dürfen oder was wir tun sollten oder was wir nicht tun sollten und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass in diesen zwei Texten kommt irgendwie der Kern des Sabbats raus. Und ich wünschte mir, dass mein jeder Sabbat so sein könnte, dass der Sabbat eine Erinnerung für mich sein könnte. Darüber, dass Gott mein Schöpfer ist, dass er mich gemacht hat, dass er diese Welt gemacht hat, also diese 2. Mose-Text. Und dann darüber, dass er mich erlöst hat, dass er mein Erlöser ist, dass wenn ich in Jesus glaube, dann rettet er mich und ich habe Sicherheit in ihm und er ist gnädig und vergibt mir. Also, dass der Sabbat irgendwie
eine Erinnerung für mich sein könnte über diese zwei Sachen. Ich wünschte mir, dass es immer so sein könnte. Und ich denke, die Texten, also für mich sagen die Texten, dass es auch so eigentlich geeignet ist. Und das meint er ja nicht nur für mich, sondern ich sag mal, selbst für die Esel und Tiere und alle, die noch nicht mal bewusst nachdenken können, die sich keine Frage stellen, gucke ich jetzt Fernsehen oder nicht, sondern quasi für jeden Menschen, jedes Tier, jedes Lebewesen hat Gott eigentlich dieses Besondere vorgesehen. Dieses, was du sagst, den Blick auf die Erlösung, den Blick auf, also quasi einmal nach vorne gerichtet auf die Schöpfung beim ersten Text und dann auf die Erlösung beim zweiten Text, hat letztendlich Gott für jedes Lebewesen, egal ob Tier oder Mensch, in jeglicher Stellung, hat Gott hier einen Ausblick geschaffen. Mehr geht nicht. Ja, ich denke, wir werden das leider nicht mehr so in der Tiefe anschauen können, wie wir das ursprünglich mal vorhatten. Aber eine Sache möchte ich da auch noch mit, wenigstens noch daneben stellen. Während das erste Gebot ja ein Stück weit eher auf Gott zentriert ist, da kommt zwar auch schon der Knecht vor und die Magd, aber es ist doch eher der Bezug auf Gott ganz stark da. Also so ein bisschen ich und Gott, so die Vertikale. Hat das zweite Gebot einen größeren Schwerpunkt noch auf der Horizontalen? Da stehe ich und hier sind die anderen Menschen. Und Gott sagt, hey, ich bin auch mal Knecht gewesen. Ja? Und deswegen denke auch daran. Da ist, und das Vieh, da ist noch, das ist ein viel universelleres Prinzip noch, was dann auch erst so wirklich zum Vorschein kommt, wenn man die weiteren Texte, die mit dem Sabbat zusammenhängen, ja, bestimmte Festjahre, Sachen, die mit dem Sabbat zusammenhängen, wo Besitz wieder zurückgegeben wurde, was nicht veräußerlich war. Und da merkt man auf einmal, Sabbat wird eigentlich was riesig Großes im Alten Testament, also ein Riesenbereich. Aber die eine Komponente ist ich und Gott, die Vertikale, und die andere Komponente ist ich und der mein Nächster, das ist die Horizontale. Und was ich so schön finde an diesem Bild, was ich meiner Predigt gehört habe, wenn man diese Vertikale hat, die Senkrechte und die Horizontale, dann trifft sich alles wieder im Kreuz. Und das zeigt mir auch schon wieder, Herr Jesus, der hat wie kein anderer eigentlich sich mit dem Thema auseinandergesetzt, immer auch wieder gerungen mit was darf ich nicht. All das, was ihr schon gesagt habt, hat sich an manchen Stellen über menschgemachte Vorstellungen und Regelwerke und so weiter auch hinweggesetzt, wenn einfach das Prinzip Gottes höher stand, ja, Not, Hilfe, Bedürftigkeit und so weiter und so fort. Und hat eigentlich uns an der Stelle keine wirkliche richtig-falsch-Lösung hinterlassen, sondern er will uns vermutlich auch an der Stelle mündig machen, an dieser Stelle Sabbat immer wieder neu nachzudenken und die Frage zu stellen, was ist wirklich gerade richtig zu tun? Welchem Prinzip gebe ich hier jetzt Raum? Und das macht für mich auch den Sabbat nicht zu so einer Sache, die man abhakt, ja jetzt einmal so, dann immer so, sondern ich muss ehrlich sagen, ich denke an ganz vielen Stellen immer wieder nach, was jetzt richtig ist und immer wieder, nichts ist immer gleich, ja. Und es kann einmal sein, dass ich eine Sache mache und beim nächsten Mal, dass ich sie nicht mache, weil es immer unterschiedlich ist. Und das ist zwar anstrengend, aber ich habe das Gefühl, es braucht der Sabbat immer wieder Gehirnschmalz und auch diese Gebetszeit, wo man sich im Klaren wird, okay, welchem Prinzip folge ich jetzt hier gerade? Dieser vertikalen, meine Beziehung und Gott, oder der horizontalen, meine Beziehung und mein Nächster. Und beides braucht der Sabbat. Ansonsten ist es kein Sabbat. Habe ich gepredigt, Majuka? Es gäbe noch so viel Schönes zu sagen zum Sabbat. Also ja, können wir auch ja. Schön. Ja, auch der Bedman hat, Allround Rules war es, hat geschrieben, wenn wir mal eine 70-Stunden-Woche hätten, dann wäre die Ruhe halten am Sabbat keine Diskussion, wir würden es alle sofort machen. Ja, das war auch eine Frage, die geben wir eigentlich einfach noch mit, ja, nach Hause. Denn unser Anliegen ist sowieso nicht, alle Fragen zu beantworten, sondern so zum Denken anzuregen, ja, diesen Fragen nachzugehen. Wir haben, also ich für mich würde sagen, wir sind erfolgreich gewesen, wenn ihr euch weiterhin mit diesen Gedanken beschäftigt, ja, wenn die in euch was auslösen. Und das geht niemals in einer knappen Stunde, sondern das braucht mehr Zeit.
Und wir würden uns riesig freuen, wenn das tatsächlich auch bei euch angekommen ist. Und eine dieser Fragen, die jetzt auch an Allround Ruhrs anschließt, ist meine Schwiegermama. Die hat immer so ganz salopp gesagt, ja, wir brauchen den Sonntag, ja, weil wir haben so viel Programm am Sabbat, dass wir den Sonntag nötig haben, um auszuruhen von den ganzen Sachen, die wir eben am Sabbat gemacht haben. Und wenn ich jetzt diese Fragen mit der 70-Stunden-Woche lese oder auch an die Berufe denke, die ganz normal am Sonntag eben auch arbeiten, Krankenpfleger, alles diese soziale Sachen, Polizei, Feuerwehr, was es eben alles geben muss, damit unsere Gesellschaft auch funktioniert, dann wird mir schon auch bewusst, das betrifft noch viel mehr Leute, als wir jetzt meistens so direkt vor Augen haben. Ja, super Idee. Die Nathalie hat gerade einen Kommentar geschrieben. Ich greife den jetzt auf und den gebe ich euch mit. Und zwar eine Frage, die geht es nur an euch im Chat. Eine Frage, die wir euch gern stellen würden. Und wir fänden es mega, mega, mega gut, wenn ihr das jetzt tatsächlich als Kommentarfunktion unter das Video pinnt. Und zwar, vielleicht kann die Dagmar gleich mal einen Kommentar schreiben und ihr könnt darauf antworten. Wie sähe euer perfekter Sabbat aus? Ja, also perfekter Sabbat aus. Uns ist vollkommen klar, dass das wahrscheinlich ganz, ganz unterschiedlich ist und dass man auch dort jetzt kein Ende findet. Ihr könnt völlig frei sein bezüglich Ort, Zeit, was auch immer. Also stellt ihn euch so vor, wie ihr ihn euch wünschen würdet und schreibt es doch mal drunter. Ich finde es total klasse, wenn auch Leute, die jetzt nicht live dazu geschaut haben, vielleicht sich da auch anschließen und dieser Kommentar, diese Antwortserie immer länger wird, weil vielleicht gibt es ja die ein oder andere Idee, die dem einen oder anderen super hilfreich ist, wo er noch nie dran gedacht hatte oder nicht draufgekommen ist. Und so wäre unser Nachdenken über den Sabbat vielleicht sogar für etwas gut, dass ihr neue Ideen habt, neue Anregungen bekommt und vielleicht an der Stelle auch zu einer anderen Sabbatgestaltung findet, die euch, vielleicht eurer Familie zum Segen wird. Das wäre wirklich unser Wunsch. Ansonsten muss ich sagen, Majuka, wir haben 7:58, wir sind voll weit fortgeschritten. Ich glaube, wir machen jetzt hier diesen Break, wir wollen diese Stunde eigentlich nie überschreiten. Und ich freue mich über alle, die im Chat sich dazugeschaltet haben, alle, die sich beteiligt haben. Das fand ich super, super gut heute. Und ich würde gerne nach dem Outro vor dem Outro von der Majuka, was ihr alles noch abonnieren könnt und so weiter, ein Gebet hören von der Nathalie. Das würde mich riesig freuen. Würdest du das machen, Nati? Gerne. Hallo, lieber Gott. Ich danke dir, dass du uns dieses große Geschenk gemacht hast, den Sabbat, dass wir einen ganzen Tag haben, an dem wir zur Ruhe kommen können, an dem wir ausschalten können, an dem wir unsere Uhren ablegen können, an dem wir die Zeit mit dir verbringen können, die wir vielleicht nicht unter der Woche haben oder wenn wir es vergessen haben, dass wir da Zeit aufhören können, dass du uns da vielleicht auch gar nicht böse bist, sondern extra dafür diesen Tag eingerichtet hast. Ich danke dir für all die guten Erfahrungen, die wir mit dem Sabbat gemacht haben und ich hoffe, dass wir irgendwie diese Angebote, die wir mit dem Sabbat verbinden, dass wir die weitergeben können, vor allem an die Kinder, die in der Gemeinde groß werden und die sonst nicht so viel Positives in diesem Tag sehen können. Lieber Gott, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit schenkst, auch in der Zeit, wo wir jetzt uns vielleicht nicht persönlich sehen, dass wir uns trotzdem online sehen können, dass wir so viele Möglichkeiten haben, um trotzdem in Kontakt zu bleiben. Ich danke dir, dass du uns immer beschützt und bei uns bist. Amen. Amen. Ja, es war sehr, sehr schön mit euch heute. Vielen, vielen Dank. Diesen YouTube-Kanal von der Agentur in Bayern könnt ihr sehr, sehr gerne noch abonnieren. Das wäre ganz cool. Auch wenn ihr nächste Woche dabei sein möchtet und schon das Thema im Voraus wissen möchtet, dann lohnt es sich auf jeden Fall, den Instagram-Konto von dem Agentur in Bayern auch zu abonnieren, sodass man dann da folgen kann, weil da wird das Thema dann im Voraus noch bekannt gegeben. Genau, und sonst freuen wir uns auf eure Kommentare und zu hören, wie ist denn euer perfekter Sabbat? Dann schöne Woche euch und bis nächstes Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.